Ja, genau, ein herzliches Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 2022, Projekt Sariola mit dem Schattenwolf und der Wolfshexe. Sehr schön. So, wir haben einen Auftrag. Wir müssen mal abkoppeln. Wir müssen nämlich was zu meinem Schatzi liefern. Nee, halt, wir wollen den Hof ja ordentlich halten. Deshalb packt man das gleich mal ordentlich weg. So, die Schafe sind versorgt. Wir gucken aber gleich nochmal nach der Gesundheit. Aber ich denke mal, das dürfte so kein Problem jetzt erstmal mit den Schäfchen sein. Sind versorgt, haben auch gut Wasser. So, wir gehen mal kurz gucken, wie es unseren Schafen geht. Aber Gesundheit 20%. Na, ich hoffe mal, das geht noch nach oben. Sind ja alle gut am Fressen und sehen auch alle hervorragend aus. Okay. So. Du hattest ja eingekauft, ne? Ja. Hattest du jetzt nur 8 Stück gekauft? Dann ging nur 8. Also. Nö, dann kannst du noch mal kaufen, sodass wir 16 haben. Mein Schatz hat sich dafür entschieden, doch die Schafe zu machen. Die Pferde meine ich. Weil sie hat ja auf ihrem Hof eine Pferdeweide und sie möchte gerne in Pferde. Auf Pferde sich spezialisieren. Deshalb fahren wir jetzt mal mit unserem Hänger das Futter holen und dann bringen wir das zu ihren Hof. Gut. Weil wir sind zwar 2 Höfe, aber eine Firma. Also müssen wir uns gegenseitig helfen. Interessant wird es dann nachher bei dem, was sie auf ihren Feldern noch hat. Sie können zwar untergruppern und neu machen, aber ich denke mal, das dürfte auch interessant für euch sein, weil rote Beete und Karotten hat sie drauf. Und ich denke mal, das zu ernten dürfte interessant werden. Ach, du hast noch Hühnerfutter mit dazu gekauft. Ja. Okay. Du musst aber dein Radlader abholen kommen, dein Frontlader, den kriege ich nicht mit. Ja. Gut, dann müssen wir zweimal fahren. Also haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Halt. Angekoppelt bleiben bitte noch. Wir müssen ja nochmal die Türen öffnen. Sonst können wir nichts einladen. So, jetzt ankoppeln. Okay, dann machen wir als erstes, würde ich sagen, ist Hühnerfutter. Da steht die Wolfshexe. Ich gucke mal, ob da alles richtig war. Klar, ob ich alles richtig mache. Also brauchst du noch. Muss jetzt so gucken, ne? Das nächste Mal muss ich es ja wahrscheinlich alleine machen. Nö, ich kann dir das auch, wie gesagt, ich kann dir das liefern, wenn ich Zeit habe. Ich habe gerade nichts zu tun, also kann ich dir ja liefern. Jetzt muss ich nur wieder hier ein bisschen rumhantieren und ein bisschen wenden. Du brauchst für deinen Frontlader aber dann auch noch die Dinger hier, ne? Ja. So eine Gabel, damit du die auch... Abladen kann ich sie auch, aber ich sag mal so... Jetzt habe ich den Hänger ein bisschen scheiße platziert, Mist. Wir kriegen das hier schon rein. Falls ich mal keine Zeit habe oder du dann Was brauche ich denn da? Das komische Ding da, wa? Ja.
Musst du unter Frontlader gehen. Ja, ja, mit Frontkrieg. Hä? Genau so. Du bist bei? Frontlader und dann bin ich auf den Zubehör gegangen, was ist da? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Geh mal ganz nach hinten. Ganz weit nach hinten. Genau, guck mal da, die kannst du lackieren. Da brauche ich ja nicht, weil ich kann ja meinen Dings nicht lackieren. Ach so, ja, gut, jetzt rot und. Vergessen, ja. Ja, orange schon. Du hast aber den hier, ne? Von ja, ich hab den. Ach, der verhakt dich da an der Tür, okay. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Müssen wir anders ranfahren. Gott sei Dank hat der Modder die den Bau, den Händler hier so schön groß gebaut. Ach, jetzt steht das komische Ding da. Na, mehr brauchst du ja erstmal nicht. Nö. So, letzter Sack wird eingeladen. Wie gesagt, bei solchen Sachen mache ich dann mal eine Pause und dann überspringen wir das, weil ansonsten wird es zu euch auch zu langweilig. So, einen Sack können wir noch vorne dran hängen. Wir haben jetzt nicht nur Hühnerfutter drinne, sondern wir haben auch schon 3 Säcke Pferdefutter drinne und den vierten Sack, den nehme ich jetzt hier so am Haken, wollte ich sagen, aber wie ihr seht, ne, ist wieder futschi. So, da ist er wieder. Das ist, kommt davon, wenn man immer zu weit hochzieht und dann kommt man irgendwie auf diese komische Leiste da oben drauf. Ist manchmal ärgerlich. So, zack. Den machen wir so runter und dann können wir gleich losfahren. Spanngurte, ja, wie bringt man sicherheitshalber die Spanngurte mit an? Sicher ist sicher. So, und bei den letzten zwei kriegen wir keine mehr hin, ne? Doch, da. So, dann haben wir unsere Ladung schön mit Spanngurten gesichert. So will das. So sieht es auch alles ordentlich aus. So, dann machen wir die ganze Schose mal zu. Passt. Und dann geht's los. Dann fahren wir jetzt zum Bauernhof von der Wolfshexe. Schwer beladen sind wir. Also wir haben Weizen 8400 Liter, also 8,4 Tonnen. Und Hafer haben wir 2,4 Tonnen. Plus die 600 Kilo vorne noch auf dem Dings drauf. Also sind wir gut beladen. Aber wir sind immer noch alles im Rahmen.
Allerdings hat er jetzt ganz schön zu kämpfen. Beim Bergbohrer. Generell. So, wir nehmen jetzt mal diese Ansicht. Wir haben ja, wir müssen dann ihn noch mal ein bisschen waschen. Dass wir die Spiegel nicht verstellen können, das stört mich so dermaßen. Warum zittert denn der so? Guck mal, der Traktor zittert aber ganz schön. Alter Schwede. Mein Schatzi ist schon da und baut wieder fleißig. Dann können wir uns nämlich auch gleichzeitig ihren Bauernhof angucken. Gucken, was sie da so gemacht hat. Sie hat ein bisschen was verändert, ein bisschen was Neues zugebaut, habe ich gesehen. Schauen wir mal. Warum hält denn der hier an? Stimmt mit dem nicht. Hallo? Muss ich dir erst einen Schubs geben? So einen leichten? Das haben wir komischerweise bei der App hier dauernd, dass die Fahrzeuge auf unnatürliche Weise stehen bleiben, hupen, obwohl hier keiner ist. Ich würde gern fahren, aber der Kollege fährt hier nicht. Und wenn ich jetzt dran vorbeifahre, dann fährt er los. Passt auf. Ich fahre jetzt hier vorbei. Ne, steht immer noch. Okay, dann können wir wieder reinziehen. Das haben wir komischerweise fast immer an den Kreuzungen. Aber keine Ahnung warum. Weiß ich nicht. Sagten eigentlich unser Sprit, ne, das ist noch gut gefüllt. Passt, müssen wir also noch nicht tanken. Ich bin noch unterwegs, Schatz, also so schnell bin ich nun hoch nicht. Abreißen. Ups. Ja. Zurück. Was? Ach so, geh mal raus und dann musst du mal bei dir auf den Hof gehen. Unter Diverses musst du, glaube ich, gucken. Ich glaube, da musst du verkaufen. Händler, Garage, Hasi. Deine Garage. Genau, und dann gucken wir auf Diverses. Gucken, ob der da mit drin ist. Ansonsten hast du jetzt viel Platz hier, dann kriegen wir den noch nicht weg, erstmal. Ja. Dann kriegen wir den jetzt erstmal da nicht weg. Ich weiß nicht, wieso die einiges, ich weiß nicht, warum man das nicht verkaufen kann. Versuch mal auf Abreißen zu gehen. Im Baumenü wieder. Bauen, Abreißen anklicken. Und dann musst du mal gucken, ob du den wegbekommst. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Pferdeleben schöner machen. Und das Hühnerleben. Hast du weggekriegt? Hä? Geht nicht? Na, ist das scheiße. Aber warte mal, hast du... Na doch, du müsstest... Oh, speichert gerade. Du müsstest ja die Rechte alle haben, ne? Du müsstest ja mit Plantagenbesitzer sein. Jo. Du kannst eigentlich alles machen. So, da drüben sieht man schon ein bisschen was, was er gebaut hat.
Oh. Na, den hast du aber sehr gut platziert. Oh, der ist aber mitten im Weg. Warte mal, ich gucke mal, ob ich den weggerissen kriege. Wenn wir schon mal da sind, da bleiben wir auch hier. Huch, fertig. Wo ist das Papier? Ne, ich weiß nicht, warum der nicht weggeht. Ich gehe mal bei mir gucken, ob er da vielleicht drin ist. Aber ich glaube, wir haben dieselben Sachen. Ja. Nee, der ist da nicht drin. Müsste man mal bei Google schauen, Pflanzenkübel wegreißen, warum das nicht funktioniert. Oder wann ja, wenn man den... Bei mir stehen gerade vier Rehe, ja. Was, wo? Wo möchtest denn du das hin haben eigentlich? Wenn denn gleich bei Pferdestall und Hühnerstall. Oh, guck mal, schöne Blümchen hat sie gepflanzt. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den Hänger hinstellen. Ich würde mal sagen, dann lassen wir es mal hier stehen. Weil wir müssen ja auch noch abladen. So, machen wir mal auf. Abkoppeln. So, was haben wir da vorne drin? Pferdefutter. Wo ist denn hier zum für die Pferdefutter? Wo mache ich denn das da rein? Weil ich sehe die nämlich nicht. Achso, hier, weil hier an dem Dings da oben. Da, an dem Häuschen. Da. Da. Hier? Ja. Aber das kann sein, dass du rauffahren musst. Hier. Nein, geh doch. Achso, warte. Ja, weil da ist die nämlich. Ja, du fährst vorwärts ran. Du musst auch rückwärts ran von außen. Da kommt's Wasser rein. Ach da. Vielleicht lassen wir uns da auch was einfallen, mal so ein Ding hinsetzen. Von außen? Nee, nee. Ach so, wir müssen noch die Spanngurte abmachen. So geht's auch. Ah, okay. So, und da bauen wir jetzt noch schnell was hin. Bauen. Decoration, sonstiges.
gucken, wo sind denn die Kisten hier? Da. Ich brauche die grauen Kisten. Oh, und der Rücken lässt grüßen. Die Eimer. Da. So. Dann kann man es so nehmen, als ob da der Hafer bzw. das Pferdefutter reinfällt. Das sieht dann schöner aus, als wenn es da so auf den Fußboden fällt. Ist zumindest meine Meinung. Ja. Ne? Das sieht jeder anders, aber ich denke mal, das ist eine optimale Lösung. Ach, das geht doch schon hier draußen. Okay. Ach, das ist natürlich doof. So, ich denke mal, das ist eine optimale Lösung. Zurück. Ja, jetzt kriegen wir hier die wieder nicht anvisiert hier. Na, ist egal, dann stehen da jetzt halt vier so eine Kanister da. So, letzter Sack für die Pferde und dann kommt Rest Hühnerfutter. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, das Hühnerfutter kommt auch da hinten hin. Okay. So, guck mal, jetzt sieht es doch viel besser aus. Sieht zumindest aus, als ob das an die Kisten reinfällt. Sieht meiner Meinung nach optisch schöner aus. Ja. So, und ich denke mal, das gleiche werden wir jetzt hier unten bei den Hühnern machen. Oh, hast du die Laterne hier hingesetzt? Ja. Schön. Na, hier müssen wir ein bisschen rangieren. Okay, hier stellen wir auch noch zwei Kisten dann hin. Wie gesagt, es sieht optisch meiner Meinung nach einfach ein bisschen besser aus.
So. Ich stelle mal eine dahin. Und dann stellen wir eine dahin. Und dann passt das. Und dann habe ich auch einen Anhaltspunkt. Und dann können wir die Dinger hier wieder wegnehmen. Oh! Oh, 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 oh. Und Schatz, die Lampe reingekommen. Ui, 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 ui. Ja, ist auch ein bisschen eng mit den Laternen. Sieht aber schön aus. Es ist schon wieder rausgeklitscht hier. Ich beschwere mich auch nicht. Also es kann bei den Aufnahmen öfters mal passieren, dass ich dann aus Versehen oben auf diese komische Leiste raufkomme. Oh, da hat es dann den Brunnen hingebaut. Sehr schön. Du könntest ja auch einmal im Kreis fahren. Wie einmal im Kreis? Einmal um das Ding da rumfahren. Warum? Ja, genau. Oh, was? Ist der Hühnerstall schon voll? Nur 1000 Liter Nahrung passt da rein. Okay, dann stellen wir den Einsack jetzt einfach mal hier oben rauf. Das werden wir gleich sehen, ob das funktioniert. Naja, er liegt ein bisschen komisch drin, sagen wir es mal so. Ja, das musst du mir jetzt sagen, wo ich den Rest einlagern soll. Ich könnte, guck mal, du hast doch deinen Radlader, du könntest doch darum reinfahren. Deinen Frontlader hast du doch da, oder nicht? Ja. Dann mach mal oben die Stelle auf, dann bringe ich dir das oben rein. Brauche ich aber dein Auto für, weil mit meinem, meiner ist zu groß. Ja, steht hier neben meinem Häuschen. Oh, die Tür hier ran. So. Oh, das machen wir. Das machen wir aber hier noch ein bisschen schöner, nicht wahr? Ja. Hier so. Wieso? Naja, das machen wir nochmal weg. Dann machen wir da richtig schön Gras hin mit einem Bordstein. Ja. Eine schöne Laterne kommt da noch rauf. Das machen wir schon. Aber das. Was machen wir da? Alles zu seiner Zeit hin. Na, hier vorne, guck mal. Guck mal. Sieht doch schön aus. Sieht schön aus, ja, aber hier fehlt ein bisschen was. Guck mal. Na, hier unten fehlt die Wiese. Das wächst nämlich direkt auf dem Kies. Ja. Und keinen Bordstein drumherum machen? Nö. Okay, gut. Nö. So, wo steht jetzt der Radlader? Dahinter. Achso, ich habe aber das Ding habe ich abgemacht. Wo steht das? Das ist dumm. Ich hab den im Ding da drin. Mein Traktor ist dreckig, ja. Oh, der liegt genau auf der verkehrten Seite. Na, klasse. Oh, hier geht's aber ziemlich tief nach unten, alter Schwede. Uiuiuiui. Mal gucken, ob wir den aufgestellt bekommen. Digga, wie soll ich denn den hier wieder hochkriegen? Ich weiß nicht, Digga. Dicke. Digga, schieb mal deine Brace, Bro. So, mal gucken. Ja, der knallt sofort hier ins Ding rein. Ich krieg den nicht hoch. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. Am besten lässt du den an dem Ding dran oder stellst ihn irgendwo hin.
wo er nicht umkippen kann. Oder du legst den dann andersrum, aber das ist jetzt die Scheiße. Ich krieg den nicht hoch. Kann ich den vielleicht umkippen oder so? Gucken. Ja. Ja. Jetzt haben wir die schon mal so. Guck mal, wenn dann legt den so hin. Dass du ihn so ablegst. VGB 6006. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, was es heißt, ja. Ich denke, du hast oben die Tore aufgemacht. Wo weißt du das denn jetzt? Hm? Ach, da oben. Ja, da oben will. Hinten in den Silo. Nein, doch nicht in den Silo. Wir machen das direkt beim Hühnerstall hin. Oh, ich hoffe mal, ich kippe jetzt mit dem Ding nicht um. Na doch, der hält es ganz gut. Oh, ich glaube nicht, dass wir da reinpassen. Ich glaube auch nicht. Oder du machst es hier in die Garage rein. Warte mal, ich habe mal aufgemacht, mal gucken. Oh. Du passt mal rein und so knall mal gegen. Na, das hätte er ein bisschen größer machen müssen. Okay, da kommen wir also auch nicht reingefahren. Ich weiß zwar nicht, warum man denn da womit man da oben reinfahren will, um da aber irgendwas abzuladen, aber okay. Dann würde ich sagen. Wir machen es da rein, oder? Ja. Da muss ich mal gucken. Ach, du hast das Ding mit der Garage. Ach, mit dem. Hä, was ist denn das hier hinten? Das ist doch die. Genau, das ist ja die Werkstatt. Gut, dann machen wir mal Tor auf und dann stellen wir es da hinten in die Ecke rein. So. Nein, der Rest kommt noch. Ich lasse den nur so stehen, damit mein Schatz ihn nachher gleich wegfahren kann. So, wo hast du meinen Traktor hingestellt, Süße? Hinten. Wo hinten? Bei meinem Traktor. Warum liegt der bei deinen Traktoren? Weil ich nicht wusste, ob du jetzt mit dem da weitermachst oder nicht. Da. Oh. Ja. Oh, den hat Schatzi gewaschen. Sieht wieder aus wie neu. Schön, danke schön.
Läuft ja ganz passabel bisher. So, zwei Säcke müssen wir jetzt noch abladen. Dann haben wir das Hühnerfutter und dann holen wir, müssen wir noch das Pferdefutter holen. Das meinte ich. Guck, ich komme hier oben mit meiner Maus immer hier oben rauf. Und dann switche ich aus dem Spiel raus. Das kann ich die nicht irgendwo verschieben? Nee, wa? Scheiße. Muss ich dann mal her mal gucken, ob ich die irgendwo anders hin switchen kann, wo ich nicht immer ständig raufkomme mit der Maus. Was, Hühner? Ja. Beim Viehhandel, ja. Kannst du aber auch, nee, kannst, geh mal auf den, zu deiner Hühnerfarm da, zu deinem Hühnerstall. Okay. Und da hast du doch so einen komischen Trigger mit so, ja, mit so einem Tatzen. Ja. Oh, was ist denn jetzt da? Uiuiui. Und da kannst du dir Hühner kaufen. So, das Hühnerfutter haben wir jetzt hier eingelagert. Wie gesagt, wir holen gleich noch das Pferdefutter. Aber wir können ja mal kurz noch zeigen, was jetzt hier, oder ich wollte euch noch in dieser Folge zeigen, was bei meinem Schatz auf dem Hof passiert ist. Der Hühnerstall ist im Prinzip geblieben, hier oben in die Lagerhalle. Ich weiß nicht, da kommen wir nicht reingefahren. Da ist die Zufahrt hier oben, die Tür ist ein bisschen zu niedrig, da kommen wir nicht mit dem Frontlader reingefahren, also leider nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir mit dem Gabelstapler reingefahren kommen. Okay, mein Schatz, sie hat ihre ersten Hühner. Sehr schön. Können wir mal ein Foto machen? Dann haben wir nämlich gleich mal ein schönes Bildchen für... Oh, für unser
Video. So, wie gesagt, Hühner sind eingezogen. Hier haben wir noch ein bisschen Hühnerfutter, was dann so hoffentlich selbstständig reinfließt. Da hinten haben wir die Garage. Hier hinten haben wir noch eine PKW-Garage. Das hier hinten. Wollen wir schon Pferde besorgen oder nicht? Nee, noch nicht. Hier können wir dann, hier kann sie im Prinzip, glaube ich, noch ja, ein PKW reinstellen. Ist, glaube ich, auch noch eine kleine Garage mit eingebaut. So, hier haben wir den Heuboden. Der ist nicht begehbar, glaube ich. Nein, ist er nicht. Nope. Ist irgendwie Heuscheune oder irgendwas. Die Laterne hat sie hier doch hingesetzt. Der Brunnen ist neu. Sieht schön aus. Haus stand schon da, aber sieht immer wieder beeindruckend, richtig cool aus. Daneben ist noch was. Oh ja, guckt mal hier. Ein kleiner Kinderspielplatz. Dann hat sie hier dies hingesetzt. Zum Entspannen und zum Weitblicken. Und oh, für schlechte, wenn es mal regnet, kann man sich auch hier noch hinsetzen und schön grillen. Das hat sie richtig gut gemacht. Sehr schön, das gefällt mir da sehr. Haben wir hier hinten was? Nein. Nee. Das war, glaube ich, schon. Ja. Und hat einen kleinen Parkplatz gebaut für ihre Autos. Für ihren Seat und für ihren ja, Geländewagen. Cool. Dann haben wir hier eine alte Laterne. Ja, hat sie geil. Ach, hat sie gleich die ganze Straße gepflastert damit. Das ist ja cool. Sehr schön. Blümchen angepflanzt. Das ist ihre Traktorenhalle. Da kann man die Traktoren aber... ja, gut. So kann man es auch machen. Aber ich hätte sie dann so seitlich reingefahren, sodass man hier vorne rausfahren kann. Aber so ist auch okay. Das Einzige, was sie machen muss bei der Scheune, ist den Boden anpassen. Zumindest im hintersten Bereich, weil... Guckt mal, hier geht eine Ebene hoch. Hier. Das ist uneben. Da musst du dann noch mal mit einem ja, noch mal ran. Sonst hat sie da später Probleme mit dem Rein- und Rausfahren. Rausfahren vielleicht nicht, aber mit dem Rückwärts-Reinfahren garantiert. Ich fahre ja nicht rückwärts rein. Ich fahre von der Innenseite raus. Okay. Warum diskutiert man eigentlich mit einer Frau, ne? Ja. Bringt ja eh nichts. Ja, das hat sie bis jetzt alles gemacht. Wie gesagt, jetzt holen wir noch das Pferdefutter und dann können bei ihr die Pferde einziehen. Und bei mir auf dem Hof habe ich soweit auch fast alles fertig mit den Schafen. Da muss ich bloß noch mal bei der Schafweide ein bisschen was umbauen. Beziehungsweise das Gras und so mit den Zäunen noch machen. Ansonsten sind wir bei meinem Bauernhof auch soweit fertig und dann könnten wir eigentlich Aufträge annehmen. Und dann könnten wir gucken, was wir so erwirtschaften. Weil wir haben erst April. Die rote Beete ist, glaube ich, im August ja fällig. Wir gucken gleich mal. Weil wir müssen auch wissen, wann die. Dann müssen wir noch die Erntemaschine für kaufen. Und dann brauchen wir dafür auch einen größeren Hänger. Ansonsten fahren wir uns da toten dämlich. So, wir müssen mal gucken. Da war es, glaube ich. So, die rote Beete ist erntereif bis November. Können wir die Ernten von August bis November. Die Karotten genauso und mehr hattest du nicht, ne? Okay. Gut, okay, das kriegen wir ja hin. Musst aber mal auf, ob das gestriegelt werden muss, musst du mal auf dem Feld gehen. Ich weiß ja nicht, wo deine Felder sind. Dann muss das gestriegelt werden, ne? Hacke. Ja, brauchen wir eine Hacke. Ja gut, dann müssen wir mal gucken. Eine Hacke. Und dann müsst du mal, Laden gucken nach einer Hacke. Gute Frage. Nee, warte, ich guck mal. Hacke, Pflüge, Mulcher, Steine, Sammler, Gruber, Steinecke. Tiefenlockerer war das, ist das Ding, glaube ich, oder? Nee. Hacke. Spatenmaschine? Wo sind denn die Hacken? Eine sehr, sehr gute Frage. Nee, Gruber nicht. Oh Gott.
Ich hab ehrlich gesagt auch noch nie eine Hacke gehabt oder so ein Hacke-Ding da. Nee, das sind ja die Mulcher hier, ne? Ja. Oh Gott. Super vielleicht. Wo sind die Striegels? Da Striegel. Hier. Und zwar beim Striegel, ganz Ja. hinten sind die drinne. Okay. Da ist der Ding G2, der hat eine Arbeitsbreite von 1,5 Meter, 2,5 Meter, 6 Meter. Ja, kannst du dir aussuchen, welchen du nimmst. Das ist dir überlassen. Also nochmal 6 Meter. Kannst du gerne machen. Und den mache ich mit dem Anhänger? Mit dem Traktor, Mit dem ja. Traktor meinst du? So, meine Lieben, das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, gehabt euch wohl. Bis dann, euer Schattenwolf und eure. Oh, Sexe. Tschüss.